In diesem Video bekommst du eine Energievorhersage für den September. Eine ganz extrem wichtige Botschaft habe ich für dich und auch eine enorme Hilfestellung, wie wir gut durch diese Zeit hindurchkommen. Es ist sehr wichtig, dass du dies alles weißt, denn so können dich die äußeren Einflüsse nicht so sehr beeinflussen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Und juhu, mein Buch ist da. Schaut hier, endlich ist es da. Ich kann es in den Händen halten. Ihr könnt es bestellen. Der Link ist unter dem Video, wen es interessiert. Für mich ist es wichtig, dass wir uns nicht so sehr auf die negativen Energien konzentrieren, so wie es in anderen Kanälen öfters gemacht wird. Wir wissen, dass die Lage nicht einfach ist, aber dennoch gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung möchte ich überbringen. Ich möchte euch stärken und ich möchte jetzt auch jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, ihr Lieben. Schön, dass ihr ein Teil von Smarana seid, dass wir diese große Familie sind und gemeinsam das Licht ausdehnen können. Wir haben natürlich im September ein bisschen schwierige Energien. Wir haben den Saturn, den Uranus und wir haben diese Kämpfe. Der eine zieht in die Richtung, der andere in die Richtung und der Uranus möchte gerne zum Beispiel der Saturn möchte gerne an alten Dingen festhalten und der Uranus will unbedingt das Neue und das gibt so ein Hin- und Herziehen und in diesem befinden wir uns auch und das spiegelt auch das wider, was jetzt die Politik gerade macht. Sie ist total konfus, sie zieht in die Richtung, sie zieht in die andere Richtung und findet keine optimale Lösung. Die Energien zeigen uns auch, dass gerade in der Politik jetzt mal Farbe bekennt werden muss, dass Verantwortung übernommen werden muss für das, was dauernd hier veranstaltet wird. Denn die Lösungen sind meistens nicht geeignet für das, was hier stattfindet. Wenn ich dran denke, diese Energiesparmaßnahmen, die 2% einsparen sollen, dann frage ich mich mit einem Tropfen auf einen heißen Stein, was wird uns das bringen? Wäre es nicht vielleicht besser, andere Wege zu gehen und neue Energiequellen aufzutun? Es gibt genügende, wenn man diesen Schritt denn auch mal endlich tun würde. Das nur so nebenbei. Wir sind ja hier kein politischer Kanal, sondern uns betrifft es natürlich auch, aber es ist nicht das Hauptthema. Also diese zwei konträre Richtungen, die trifft man jetzt nicht nur in der Politik, sondern die kann es auch bei uns selbst, können wir das empfinden, wenn wir vielleicht auch eine Entscheidung treffen und nicht genau wissen, mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt das, dann sollten wir mit Entscheidungen vielleicht noch ein bisschen warten, wenn wir dann den 23. September haben, wo wir Tag- und Nachtgleiche haben. Denn in der Tag- und Nachtgleiche befinden wir uns automatisch viel mehr in unserer Mitte und Harmonie, weil die Natur es im Außen auch schon ist. Von daher wäre das ein günstiger Zeitpunkt, zu überlegen, was jetzt zu tun ist. Was noch sehr schön ist, ist am 10. September der Vollmond, welcher uns ganz viel Liebesenergie bringt, welcher uns mit seiner Energie dorthin trägt, wo wir uns spirituell weiterentwickeln können. Auch diese Energie ist sehr wertvoll für uns und die sollten wir nutzen, um raus aus dem Kollektiv zu gehen, um in unserer Mitte zu sein und zu gucken, was ist für mich denn jetzt sehr wichtig. Dann haben wir am 25.09. den Neumond, welcher uns nochmal überlegen lässt, war denn jetzt alles okay, was ich gemacht habe? Oder gehe ich jetzt mal ganz kraftvoll in das Neue? Mache ich was wirklich Neues für mich? Die Tendenz wäre gut. Was wir im ganzen September haben, ist, dass viele Planeten rückläufig sind. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Aspekt, wenn man
seinen Fokus auf das Negative legt. Wenn man aber jetzt den Fokus auf das Positive legt, und das möchte ich gerne mit euch tun, dann haben wir da auch einige Chancen. Denn Verträge, die abgelehnt wurden, also Bewerbungen zum Beispiel, ein Gespräch, was abgelehnt wurde, irgendetwas, was dir sehr am Herzen liegt, was in der Vergangenheit abgelehnt wurde, das solltest du jetzt in dieser Zeit nochmal anrufen, nochmal dich bewerben. Und es stehen die Chancen gut, dass durch die Rückläufigkeit eine Annullation sich aufhebt und du dann doch auf einmal diesen Vertrag oder dieses Gespräch bekommst. Das ist eine gute Sache, das solltet ihr tun, aber neue Dinge, bei neuen Dingen, wenn ihr zum Beispiel ein Auto kauft oder so, solltet ihr tatsächlich sehr gut aufpassen, ob das Auto in Ordnung ist, dass ihr kein Montagsauto erwischt. Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, so oft kauft man ja auch nicht ein Auto und dann muss es jetzt auch nicht unbedingt im September sein, ihr Lieben. Ja, es ist einfach am Anfang vom Oktober auch noch ein bisschen schwierig, aber da kommen wir später dazu. Das werden wir später anschauen im nächsten Video. Wichtig jetzt als Fazit für mich ist es, diese extrem wichtige Botschaft vom September sich wirklich nicht beeinflussen zu lassen. Und dass wir es nachher zusammen machen, das ist einfach eine große Transformationsmeditation, die uns ganz, ganz stark machen wird, die uns so stark machen wird, dass wir in Leichtigkeit durch diesen September hindurchgehen können und dass sie uns auch hilft, das Gute und das Positive in uns zu stärken. Und genau das ist es, was wir gleich machen werden. Ich habe in der letzten Sitzung mit einer ganz liebevollen Kundin haben wir auch diese große Transformation gemacht und sie hat sich so gut und so wohl danach gefühlt. Alle Schmerzen, alles war weg. Und das bietet uns der September. Wir haben also die Möglichkeit, tatsächlich so viel loszulassen und uns richtig neu und gut aufzustellen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Transformationsmeditation. Fühle dich ganz herzlich begrüßt. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du zu der Smarana-Familie gehörst und wir gemeinsam jetzt etwas Gutes für uns und für die Welt tun werden. So schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Höre auf die Stille um dich herum und atme langsam ein und aus. Wenn du ausatmest, lässt du all deine Sorgen, Bedenken und Ängste los. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf dein Inneres, denn dort findest du Kraft und Mut. Alles liegt in dir. Erlaube dir nun, dich von der Macht der Liebe berühren zu lassen. Von der Liebe, die in dir liegt. Denn diese Liebe ist etwas Wunderschönes, Großes. Die Liebe ist die mächtigste Kraft im Universum und sie kann alles verändern. Wenn du nun dein Herz für diese Liebe öffnest, öffnest du dich gleichzeitig für die Transformation und wisse, jede Veränderung beginnt bei dir. Sie beginnt mit deinen Gedanken, deinen Worten und deinen Taten. Entscheide dich für die Liebe und beobachte, wie es dir dabei sehr gut geht.
Wenn wir uns für die Liebe entscheiden, werden wir bessere Menschen und wir machen gleichzeitig die Welt zu einem besseren Ort. Fühle nun ganz tief in dir, ob dich diese Worte berühren, und höre, was dir deine Seele jetzt zuflüstert. Denn deine Seele kennt deinen Lebensplan und sie weiß auch, was gut für dich ist. So lass uns also unsere Transformation mit Liebe beginnen. Atme Liebe ein und atme all deine Ängste aus. Höre auf dein Herz und sei mutig. Erlaube dir, dich durch die Kraft der Liebe zu verwandeln, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst. Wähle immer die Liebe. So richte nun deine Aufmerksamkeit auf das, was du gerne in der Welt verändert sehen würdest. Das kann etwas Großes oder Kleines sein. Sieh dich selbst als Teil dieser Veränderung. Visualisiere, wie es wäre, wenn diese Veränderung jetzt schon da wäre. Dann atme tief ein und aus und lasse alles los. Die Kraft deiner Absicht wird die Saat für die Veränderung legen. Vertraue darauf, dass das, was du jetzt gerade visualisiert hast, bereits auf dem Weg ist. Es geschieht jetzt. Sei geduldig und vertraue dem Prozess der Veränderung. Wisse auch, dass du eine sehr wichtige Rolle spielst. Du bist ein mächtiges Wesen der Liebe und des Lichtes. Transformation geschieht jetzt, überall um dich herum. Erlaube ihr, auch in deinem Inneren zu geschehen. Gib deine Ängste an das Universum einfach ab und vertraue darauf, dass der Wandel genau jetzt stattfindet. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um dies zu tun. Nach einer Weile spürst du ein großes weißes Licht, welches direkt vor dir erstrahlt. Es wird dich jetzt umhüllen und dich mit Liebe, Licht und Kraft erfüllen. Denn das ist es, was du wirklich bist. Du bist ein mächtiges Wesen der Liebe und des Lichtes. Spüre die Veränderung in dir und wisse, dass sie auch um dich herum geschieht. Die Welt verändert sich zum Besseren und es beginnt mit dir. Nun trage diese Gedanken
hinein in deinen Alltag und wisse, dass du gesegnet bist von dem Licht der Liebe. Und komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und sich so das Licht ausbreiten kann. Und so sende ich dir ein Küsschen, eine Herzensumarmung und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles, alles Liebe. Bis dann.